Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077. Wir sind mit dem Rahmen von der letzten Folge, haben wir uns ein bisschen verarschen lassen. Und abziehen lassen quasi. Aber gut, die haben wir alt aussehen lassen, will ich mal behaupten. Wie müssen wir da komplett zurücklaufen? Ja. Wir haben da zwar nicht alle getötet, aber das hatte ich auch nicht vor. Und naja, leider habe ich mein Geld nicht zurückbekommen. Das ärgert mich. Das heißt, ich muss vielleicht doch nachher ein paar Aufträge machen, dass ich ein bisschen Kohle reinkriege. Navi ist verwirrt. Aber ich habe auf der Karte noch eine Nebenmission gefunden, die wir eigentlich ganz gut machen können. Und da laufe ich jetzt erstmal hin, zumindest zum nächsten Schnellreiseknoten, der da oben links ist. Keine Ahnung, was diese Quest ist, weil es ist ja wieder eine so, hier ist irgendwas, guckt das mal an. Quest. Mal gucken, was uns erwartet. So, da vorne ist der Schnellreisepunkt. Das ist näher. So, hallo erstmal. Ein bisschen quer fällt ein. Such's mal mit Hirn anschalten. Siehst du irgendwo einen Punkt, wo ich da... Hey, pst, da kommt jemand. Bin ja nicht blind. Und jetzt halt's Maul. Was gibt's denn hey, hier? Hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du, wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Lasst euch nicht stören. Bisschen schwer, wenn du uns hier am Arsch hängst. Musst du nicht irgendwo sein? Was ist in dem Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Ja, klar. Wo habt ihr den her? Seht ihr ein Blinder, dass der einem Konzern gehört? Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Doch. Sowas geht nicht einfach verloren. Da drin werdet ihr nichts außer Ärger finden. Wir haben ihn gefunden. Wirklich. Wie du meinst. Aber glaub mir, diejenigen, die danach suchen, werden keine Fragen stellen. Worauf wartest du? Gib ihn ihr. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh! Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was? Im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Verzieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Achten Abgang. War ja mal easy peasy lemon squeeze. Sesam, öffne dich. Was haben wir denn hier? Du konntest echt nicht das Maul halten, oder? Leck mich doch einfach am Arsch. Ja. Bin halt cool. Oder ich bin krass. Je nachdem. Ah, so. Routineuntersuchung. Das ist nicht das, was ich brauche. Oh, eine Tankstelle.
Scheiße, James, das war das letzte Mal. Hier ist die Kacke langsam am Dampfen. Die verdächtigen mich. Deinen Namen kennen sie wahrscheinlich auch schon. Vor allem reden sie mit Militech und das kann nichts Gutes heißen. Du kannst Janis erstmal behalten, ich will nicht das Ding im Moment in die Umlaufbahn kommen. So viel Aufmerksamkeit bei eingehenden Transaktionen. Antworte nicht auf diese Nachricht, pass auf dich auf. Ja, gut. Sieh an, was haben wir denn hier? Eingriffstrupp aktiviert. Auch jetzt was Fahrbares. Ja, dreh dich halt fast auf die Fresse. Und ich Jackies Motorrad. Egal. Wieder ein bisschen Motorrad fahren. Hui. Okay. Nur ihr beiden. Ja, da ist noch ein Ritter. Kugeln will ich erst verschießen, wenn es nötig ist. Auch noch mal einer. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Und weg mit dir. Dickes Teil. Sweet Dreams.
Nummer 5. Ja, Klappe. Warum hat er mein Inventar geändert? Oder? Doch, keine Waffen, ich bin eine Waffe. Ja, untersucht das mal schön. Der Moment der Wahrheit. Mal sehen. Oh, was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Melde? Perlen vor die Säue. Echt, ey. Kunstkenner, ne? Sieh an, Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, oh, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Das hat sich doch vielleicht sogar gelohnt. Haben wir was Neues hier? Nee. Gut, dann machen wir mal ein paar Aufträge. Ich brauche Kohle. Vier Kilometer. Ja gut, gehen wir zur Tankstelle. Ich habe keinen Bock, jetzt 4 Kilometer zu fahren. Endlicher Bereich. Why? Warum ist hier feindlicher Bereich? Was ist das hier? Da Minen? Muss ich mir mal genauer angucken. Ja, hier sind Minen. Warum sind hier Minen?
Was? Da wurde mir doch gar keine Mine angezeigt. Ja, Doppelfail. Möchte jetzt wissen, was das ist. Hier speichern. Ist gar keine. Was ist hier passiert? August. Die Leute fliehen aus NC. Bevor hier die Hölle losbricht, einige sind zu schwach für die Route. Die werden von den Schmugglern zuerst im Stich gelassen. Manchmal ganze Gruppen. Die Schwächsten werden Südkalifornien nie erreichen. Aber sie brauchen noch Hilfe. Sie brauchen mich. 23. Oktober. Die Feiertage werde ich nicht alleine verbringen müssen. Jane ist bei mir. Sie ist manchmal ziemliches Biest, aber ich kann ihr nie lange böse sein. Sie hat so viel durchgemacht und ist so verdammt schön. Der Krieg hat seine Spuren bei ihr hinterlassen, aber ich werde alles tun, was ich kann, damit sie wieder lächelt. Sie hat es verdient. Jane, geht es etwas besser? Ich glaube, sie weiß jetzt, dass wir zusammenbleiben müssen. Jane kommt mit gelangweilt und distanziert vor. Sie braucht Freunde. Sie langweilt sich mehr. Musste den Code ändern. Er lautet jetzt 2054. Ich bin wieder kurzatmig und fühle mich, als trüge ich eine Last mit mir herum. Alles kommt mir so endlich schwer vor. Ich muss weg. Unser Block wurde bombardiert. Das hat die ganze Nacht nicht aufgehört. Ich habe solch eine Angst. Komm nach Night City. Jetzt ist sicher. Du kannst erstmal bei mir wohnen. So genug für den Weg. Wird schon. Ich habe genug, um einen Schmuggler zu bezahlen. Angeblich gibt's eine sichere Route durch die Badlands.
Halt mich auf den Laufenden, ich mache mir Sorgen. Transporter ist angeheuert, wir brechen jetzt auf. Okay. Sind in den Badlands. Oh Scheiße. Was? Alles okay. Der Schmuggler hat uns verarscht. Ist mitten in der Nacht verschwunden. Scheiße. Wer auch immer bei dir ist, bleib zusammen. Ich wurde entführt. What? Bin in einem Auto. Billy, Billy, ich brauche Hilfe. Schlechte Verbindung? Nein, nein, bitte nicht. Das darf nicht wahr sein. Hallo. Bitte, ich werde hier festgehalten. Verbindung kaputt. Irgendwas ist hier passiert. Hier gibt's kein BD. Wie viele Minen gibt's denn noch? Machen wir alle kaputt, nicht dass irgendwo eine ist, die uns dann wehtut. Ach, das hat uns gekillt. Okay, selber kann ich das Ding nicht kaputt machen. Oder irgendwas? Jetzt weiß ich, was mich hier gekillt hat. Ja. Sollten wir das hier machen? Weiter. Stimmt, es war hier das nicht mehr markiert. Ich wollte ja keine 4 Kilometer fahren.
Ich bin aber da am Arsch der Welt, hey. Bist du Sergej? Nett, dass du fragst. In letzter Zeit kommt's mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergej hat die Klaus geärgert. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Für einen deiner Lage bist du aber ziemlich ruhig. Naja, ich bin auf der Zielgeraden, weißt du? Eine Base entfernt von der Freiheit. Und du glaubst, die Tiger Claws nehmen dein Geschenk an? Ich weiß es. Wir Russen haben einen feinen Spiersinn für solche Dinge. Du bist nur die Botin. Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hatte auch einen kleinen Hund. Gospodi, welcher Killer läuft mit einem Köter rum? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Und vermassel das nicht! Ich verlasse mich auf dich! Ja, gut. Okay, so eine Karre. War alles looten. Eine lila Hose. Mir alles. Oh, da war noch was. Hallo? Sehr schön. So. Inventar. Die Hose mal noch angucken. Wenn die mehr bringt, kacke aus. So. Aber an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, sollt für seine Mindestung nicht mehr längst getan habt, die Notation mal aktivieren. Das tut, was ihr mehr von uns sehen wollt. Und was ist das? Ja. Handzeichen. Naja, dass YouTube, was ihr selber von uns sehen wollt, sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, was man bei uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, den ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle 14 Zeigen einstellen solltet, dann solltet ihr safe sein, immer mitbekommen, wann was bei uns abgeht. Dann sieht bis zur nächsten Folge. Oh, du bist nicht er, Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor er kommt. Okay. Was der mit, was sich mit dieser Überraschung im Kofferraum auf sich hat, das sehen wir dann bis dann. Also morgen. Ciao. Oder. Naja. Entweder heute Abend oder morgen. Oder nächstes Wochenende. Ich weiß gerade nicht, wann die Folge hier kommt. Na egal. Bis dann.